Ja, guten Abend an die vielen Teilnehmer heute. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen von FX Flat. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Agena Trader Helpdesk Webinar mit dem absoluten Experten für den Agena Trader, Carsten Berger. Sie haben nun, ich meine, das Webinar lebt natürlich davon, dass viele, viele Fragen gestellt werden. Und Sie haben jetzt die Möglichkeiten dazu, dem Spezialisten eben diese Fragen zu stellen, um auch dann des Weiteren wertvolle Tipps und Tricks erhalten zu können, was die Handhabung der Plattform angeht. Carsten, du bist online? Ich bin am Start, ja, ich freue mich schon. Dann übergebe ich jetzt an Carsten und wünsche den Teilnehmern viel, viel Spaß. Ach nee, wir machen noch was anderes. Entschuldigung, habe ich vergessen. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, sonst, ja, Risikohinweise, ganz wichtig. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken, Sie treffen Ihre eigene Handelsentscheidung und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten, Entschuldigung Carsten, muss nicht immer der von FX Flat entsprechen. So, absolut. Jetzt aber übergebe ich, wünsche viel Spaß. So, dann versuche ich meinen Bildschirm zu übertragen. Da komme ich nicht ran. Und das fällt. Komisch. Jetzt geht das. Wundervoll. Sehr schön. Jetzt wollen wir mal sehen, wieder, wo wir sind bei den ganzen Bildschirmen hier. Den wollen wir nicht. Den wollen wir, denn der sieht aus wie der Agena Trader. Den müsstet ihr jetzt sehen. Vielleicht einen kurzen Check-up, ob ihr mich hören könnt und auch den Bildschirm von mir sehen könnt. Bei Fragen reinschreiben, das wäre sehr nett. Wolfgang, siehst du mich? Also nicht mich, sondern die Plattform? Ich sehe die Plattform jetzt nicht. Doch, Plattform sehe ich, ja. Okay, alles klar. Na, dann scheint das ja alles zu funktionieren. Super. Ja. Okay, schönen guten Abend auch von meiner Seite aus bei dem Agena Trader Helpdesk Webinar heute. Ist die Möglichkeit, so wie Wolfgang es schon gesagt hat, die Möglichkeit, die Fragen zu stellen, die diese Plattform mit Sicherheit aufgrund ihrer Komplexität ab und zu mal aufwirft. Und ja, deswegen ist der direkte Kontakt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich selbst bin ja nicht Teil der Firma von Agena Trader oder so, sondern ich bin ein sogenannter Intensiv-User, würde ich sagen, und auch Trader, der die Plattform halt schon sehr lange hat und sich sehr gut auskennt und das auch jahrelang als Coach im Endeffekt weitergegeben hat. Und wenn ihr hier diese Plattform seht, so wie sie jetzt aussieht, dann ist das ein Agena, dass ich bei FX Flat so eine Art Serie gemacht habe, die im Januar anfing und sich bis jetzt fortgesetzt hat und wir im Endeffekt begonnen haben, den Agena Trader, so wie ihr ihn bekommen habt, in der Installationsversion auszubauen und einen Handelsplatz zu entwickeln. Und dabei ist es ganz wichtig, ganz im Sinne des Risikohinweises, dass das natürlich nicht mein Handelsplatz ist, sondern dass da Erfahrung drin liegt, was die Gestaltung, Signalerzeugung, wie man das macht, im Endeffekt die Handhabung im Fokus steht. Und das, was wir alles gemacht haben, Instrumentlisten anlegen, ja, Setup-Escort bedienen, Condition-Escort, das ist heute so, im Endeffekt führen wir das so in die finale Version ein. Und man kann im Endeffekt sagen, dass wir heute, wenn ihr jetzt nicht gleich Fragen habt, ja, der Michael hat schon eine Frage, vielen Dank dafür, grüß dich. Den Zusammenhang von statischen Listen, nicht von statistischen Listen, sondern statischen Listen und dynamischen Listen erklären. Das passt super in das Thema heute, was ich euch auch heute noch mitgebracht habe, den sogenannten Fundamental-Screener. Früher hieß der mal End-of-Day-Screener, wer also schon länger dabei ist, wird sich vielleicht wundern, warum er einen Agena-Trader zwei Versionen dabei hat. Die aktuelle ist dabei der Fundamental-Screener. Okay, dann steigen wir einfach mal ein. Wenn ihr einfach Fragen habt, die auch nicht zum Thema gehören, einfach reinschreiben, die kann ich dann am Ende. Oder wenn es einfach mal vom Gebiet passt, mit einfach behandeln. Okay, was ist das mit dem Fundamental-Screener oder mit den
End of Day Screener. Den findet ihr bei unter dem Menü Haupt hier ganz oben links. Und wenn ihr auf Neu geht, dann habt ihr da eine verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und ihr seht, bei mir steht drin Aktien End of Day Screener und Fundamental Screener. Der Aktien End of Day Screener ist der, weil meine Agina Trader Zugehörigkeit schon länger ist, der älter ist, mit dem ich immer gearbeitet habe. Ich glaube, vor einem oder zwei Jahren hat Agina Trader umgestellt auf den Fundamental Screener. Den gibt es jetzt hier in der Classic-Version. Wahrscheinlich wird das auch demnächst upgraded. Das ist die aktuelle Version. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr beide drin habt, da diese Version zu nutzen. Was ist das? Dann klicken wir mal drauf. Was kann man damit machen? Erstmal muss ich sagen, dass der, soweit ich noch informiert bin, nur für amerikanische Börsen oder sage ich mal Börseninstrumente, sprich Aktien funktioniert und ETFs, glaube ich. Schauen wir mal rein, ob sich das geändert hat. Nein, wir haben die amerikanischen Aktien, die wir hier auswählen können, wählen wir hier nichts aus. So bekommen wir im Endeffekt das Ergebnis aller an einem amerikanischen Markt gehandelten Aktien. So, also brauchen wir da nichts vornehmen. Was haben wir denn hier oben alles Schönes in diesem Tab? Hier oben ist das Tab, also quasi, ne, darunter ist der End-of-Day-Screener aufgerufen. Was haben wir hier Funktionsmöglichkeiten? Hier oben links ist ein ganz, ganz wichtiges Feld. Hier links. Und was wir hier machen können, ist Vorlagen speichern, ne? Also das Layout. Dann stellt euch mal vor, ihr habt hier unten links bei den ganzen Pluszeichen euch durchgearbeitet und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Das ist teilweise bestimmt sehr komplex und das möchte man ja nicht jedes Mal wieder von neuem machen, sondern ihr wollt vielleicht verschiedene Varianten für den deutschen Markt geht ja nicht, aber für den amerikanischen Markt, für ETFs oder verschiedene Kriterien machen. Also kann man das Ergebnis hier abspeichern, indem man Namen vergibt. Machen wir mal hier eine ganz einfache Liste auf. Hier waren das mit den Börsenplätzen. Hier sieht man zum Beispiel das Volumen. Ja, da kann man zum Beispiel schon mal rausfiltern, welche Aktien gar kein großes Handelsvolumen haben, wenn man die gar nicht handeln möchte, weil das natürlich auch Auswirkungen auf den Kurs hat, den man bekommt und wie schnell man die Papiere wieder verkaufen kann. Und da würde ich zum Beispiel das durchschnittliche Volumen nehmen und würde zum Beispiel mal sagen, über, ja, wenn man ein bisschen, so wie ich, mit kleineren Aktien auch zu tun hat, 300.000, vielleicht nehmen wir mal einfach die 300.000, damit wir auch ein Ergebnis bekommen. So, jetzt habe ich nur eine Einstellung gemacht. Ich kann natürlich nach diesen Feldern nach dem gleichen Verfahren vorgehen. Wenn ich das Ergebnis schon mal sehen möchte, dann habe ich hier ein Feld oben, da steht Daten laden. Also man muss den Fundamental-Screener also einen kleinen Schubs geben und dann läuft der auch los. Also Daten laden und jetzt nimmt er im Endeffekt das Screening auf und zeigt mir an, okay, das sind die Aktien, die jeweils ein Volumen von über 300.000 im Durchschnitt generieren, also gehandelte Stücke. Wenn ich wissen will, wie viele es sind, dann kann ich hier in dem Feld zweimal klicken, dann müsste man sortieren können, das kann man ja doch nicht. Also eine Zeit lang konnte man das. Das ist schade, dass man dieses Feld nicht im End of Day Screener konnte man das, jetzt sehe ich es selber. Dann wusste ich immer gleich, wie viele Aktien ich habe. So muss ich jetzt nach unten scrollen und sehe, es sind 3000 Aktien von, ich glaube, so ungefähr 8500. Ja. Ist ja schon mal eine Einschränkung, da fällt natürlich viel Sachen einfach mal raus, was natürlich dann auch zu einer Einschränkung von vielleicht Ergebnissen führt in euren entsprechenden Listen, die ihr damit habt. So. Was wäre die nächste Einstellung? Mache ich mal hier das Minus, dann ist das weg. Gucken wir mal, was ist hier drin bei Sonstiges. Dann kann man sagen, okay, Marktkapitalisierung, also die Größe eines Unternehmens festlegen. Ich habe da keine Einstellung. Manche sagen, ja, groß, mittel. Mich interessiert im Endeffekt nur das Volumen, aber wer das machen möchte, kann das machen. Was nehmen wir denn mal über, mega klein, groß. 10 Milliarden auf keinen Fall. Nee, das ist Mikrounternehmen. Also man kann da einige Einstellungen nehmen und da gibt es ja nichts mit über. Über 300 Millionen, sagen wir mal so. Jetzt drücke ich wieder auf Datenladen und mal schauen, was da eingeschränkt wurde. Man sieht, der Balken ist nicht mehr, der wächst noch. Also du bist noch am Screenen. Man muss ein bisschen Zeit geben. Die Fortschrittleiste unten links zeigt auch an, das ist noch nicht alles durch.
Ich denke mal, die Unternehmen, die wir jetzt haben, werden nicht sich viel unterscheiden. Ah, wir haben 700 Werte reduziert. Ja, alles klar. Das war mal nicht schlecht. Jetzt haben wir noch 2400 von ungefähr 8500. So, Einkommen. Ja, das sind im Endeffekt nicht das Einkommen, sondern das sind sowas Dinge wie Earnings per Shares, also KGV ist damit zum Beispiel drin, Preis zu Gewinn wäre das. Ein bisschen blöd beschrieben, aber man könnte das wieder ändern, dass man das als KGV bezeichnet. Und dann könnte man sagen, ich möchte nur Werte haben, die unter 20 meinetwegen sind. Ich bin dann nicht, ich schränke das nicht ein, ich mache das jetzt hier nur zum Beispiel. Und wir gehen wieder auf Datenladen und schauen wir mal an, wie viel da übrig bleiben. Er lädt noch. Also das System habt ihr verstanden. Man kann verschiedene Kriterien eingeben, drückt auf Laden und dann reduziert sich schon mal die Anzahl. Haben wir bloß noch 1700 Werte. So, dann kann man noch viele andere Dinge machen. Das müsst ihr mal sehen, wenn man zu viele Einschränkungen macht, dann kann es sehr schnell passieren, dass da natürlich keine Werte mehr rauskommen. Deswegen würde ich euch empfehlen, so wie ich das mache, es dauert zwar länger, immer ab und zu mal auf Daten laden, also eigentlich nach jeder Einschränkung zu drücken, damit ihr wisst, bei welchem Kriterium habe ich extrem viele Einschränkungen, sodass ich nachher kein Ergebnis mehr bekomme und wo hakt es. Und wenn ihr 20 angehakt habt, die dann zu finden, wenn ihr vorher nicht gecheckt habt, woran es liegen könnte, ist dann schon sehr aufwendig. Ne? Also den kleinen Tipp gebe ich euch mal mit. Was haben wir hier? Preis. Ja, Preis ist auch wichtig. Wenn ihr bei dem Broker zum Beispiel seid, dann wisst ihr ja, dass amerikanische Aktien nach Stückzahlen abgerechnet werden. Also meinetwegen jetzt hier 2 Cent pro amerikanische Aktie oder 1 Cent. Also centmäßig wird es abgerechnet. Das heißt, wenn ich eine kleine Aktie habe, die nur 1 Dollar kostet oder 2 Dollar, dann habe ich eine hohe Stückzahl und zahle natürlich dann auch mehr Gebühren. Logisch. Also setze ich den Preis mal auf über 10. So, und gehe jetzt mal auf Daten laden, dann schauen wir mal, wie viel da noch bei ist. 1700 hatten wir vorher, was haben wir jetzt im Angebot? 1268, da haben wir schon eine ganze Menge rausgemüllt. Der Sinn der ganzen Sache ist natürlich, dass ich A, mir spezielle Fundamentalsachen mit KGV und Buchwert und sowas und Schulden, Verschuldungsgrad erstellen kann. Aber es kann ja schon von vornherein sein, dass ich gar nicht immer alle amerikanischen Aktien, die ich irgendwie als durch meinen Screener jagen kann, dann spare ich Zeit, ne, und muss mir nicht die ganzen Daten runterladen und so weiter und kann diese Börsenwelt einfach an Aktien schon mal sehr, sehr einstampfen. Ne. So, was haben wir denn? Dann haben wir Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren. Also da muss man sehr viel mit rumspielen. Kapitalrendite, was immer interessant ist, die Dividendenrendite, die sehe ich jetzt nicht, aber die muss auch hier drin sein. Hier ist das mit dem Verschuldungsgrad und so weiter und so fort. Insider-Eigentum, wie viel Prozent haben die, sind da die Insider mit drin? Transaktionen kann man da sich anschauen. Preisbewegungen, hier ist zum Beispiel das Beta drin. Ob es ein Gap gab, ja, also eine Kurslücke von 2%, 3%, 4% nach oben, nach unten kann man machen. Was die Schwankungsbreite ist, Performance ist im Endeffekt aktuellen Tag und so weiter. Ihr müsst sehen, wie sinnvoll das ist, um da die entsprechenden Einstellungen zu machen, ob das 20 Tage hoch erreicht wurde, das 50 oder 52 Wochen hoch, kann man filtern. Und man hat Indikatoren. ATR zum Beispiel. Und man kann zum Beispiel jetzt hier eine Kerze filtern, wie zum Beispiel ein Hammer, Inverted Hammer, Morningstar und noch einiges mehr. Und ein paar Durchschnitte, die eigentlich in der Regel beachtet werden, den 20er-Durchschnitt bei 10% drüber ist oder einfach nur drüber ist. Man kann also schon eine Vorauswahl treffen mit dem Sinn, das Screening im Scanner nicht so datenintensiv zu machen. So würde ich es mal bezeichnen. Oder halt rein fundamental zu machen. So, wenn man jetzt die Einstellung gemacht hat, man sieht ja jetzt hier die 1 hinter den einzelnen Elementen, dann wissen wir, gerade haben wir was, werden 2 Einstellungen, würde natürlich eine 2 drinstellen. So, jetzt können wir das erstmal abspeichern und sagen, was immer es sein mag, Test zum Beispiel und drücken die Diskette. Jetzt habe ich hier den Test drin und wenn ich das jetzt löschen würde, dann könnte ich das immer wieder mit diesem Setup reinladen. So kann man sich immer verschiedene
Sachen einbauen und das ist dann relativ komfortabel. So, was kann ich jetzt damit tun, wenn ich da diese Auswahl habe? Ich muss die ja irgendwie in einer Liste ablegen. Wenn ich jetzt hier mit einem Rechtsklick in diese Liste hineingehe, dann öffnet sich wieder ein Menü. Und bin ich mal gespannt, ob ich das speichern kann. Das ist ja auch geupdatet und so weiter. In Instrument List kopieren. So, jetzt ist die Frage, macht er das nur, das steht ja nicht drin, ne? Mit einem Wert oder macht er das mit der ganzen, mit dem ganzen Inhalt der Liste? Auch spannend, ne? Weiß ich auch nicht. Habe ich noch nicht probiert. Machen wir jetzt einfach mal. Ich hau die Liste mal in eine, ich mache eine neue Liste, erstelle ich schnell mal. Sollte eigentlich gehen. Das ist auch ein tolles Feld. Nochmal, Rechtsklick einfach rein in Instrumentliste und dann habe ich hier New List, das Feld. Darauf klicke. Müsste irgendwo eine neue Liste sein, da ist die drin. Wo finde ich die? Im Instrumentlist Manager müsste sie jetzt theoretisch drin sein. Den kriege ich durch Werkzeuge, Einstellungen, Instrument Escort. Jetzt bin ich selber gespannt, ob der da wirklich drin ist. Hier sind die Instrumentlisten. Drücke ich mal auf Dropdown und gibt es dann eine New List. Ja. Und da ist einiges drin. Jetzt frage ich mich nur, wenn man mal sagt, Symbol, es müssten die sein, oder? Das müssten eigentlich alle sein, glaube ich. Also es ist in der New List drin. Jetzt können wir die Liste mit der Pfeiltaste nach links, also Entfernen-Taste, einem Namen vergeben. Nicht Test, sondern vielleicht US-Auswahl. Dann haben wir schon mal einen Katalog zum Beispiel, wo wir das haben können. Das Ganze, das wäre jetzt das Blatt. Das ist der Ordner einer bestimmten Kategorie, einem Ordner zufügen. Dann sagen wir mal Aktien und Screener. Mal sehen, ob er das so nimmt oder ob ich mit Unterstrich arbeiten muss. Mal gucken. So, jetzt ist die hier drin, die Liste. Und da sind jetzt diese Aktien gespeichert. Jetzt gucken wir mal, ob die wirklich da drin ist. Und zwar hier oben haben wir das Feld Listen. Jetzt habe ich ja hier diesen Screener eingestellt. Und was passiert jetzt hier, wenn ich diesen Pfeil drücke? Ich habe alle Listen, auch die vorgefertigten Listen, die der Agena Trader mir mitgibt, oder auch, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Testliste irgendwo auftaucht. Fundamental. Ich sehe sie nicht oder bin ich blind? Hat er die nicht gespeichert? Müsste eigentlich mitnehmen. Ist ja spannend. Hat er nicht genommen. Okay. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt unsere Einstellung auf den S-DAX ist ja Quatsch, weil es nur für amerikanische ist. Den Dow anschauen. Und haben hier den Haken gesetzt und gehen jetzt auf Datenladen. Dann müsste theoretisch dort nur die Aktien aus dem Dow gescreent werden. Machen wir das mal. Wir sehen das. Der Dow hat 30 Werte und die Liste hat nur 15. Das heißt, da sind schon eine Kriterien. Das heißt, die Hälfte sind rausgefallen. Also ihr könnt sämtliche Listen, die müssen natürlich amerikanische Werte haben, zum Beispiel den Russell 1000 mal hier durchjagen und den Dow weglassen, zack. Und dann könnt ihr den Russell 1000 filtern und mal sehen, wie viel von diesen 1000 übrig geblieben sind. 400. Also da habt ihr auch schon mal das, was, sage ich mal, jetzt nicht so handlerfreundlich und tradingfreundlich ist, rausgeschmissen. Das ist der Sinn der Sache. Und finde ich eine tolle Sache. Wenn ich hierauf klicke, was passiert dann? Dann könnte ich jetzt dieser Liste ein Instrument hinzufügen. Ja, mache ich jetzt nicht so häufig. Also, wenn man hier drauf klickt, kann man die auswählen. Und, ach, hier unten habe ich noch was. Da ist er. Danke, Michael. Hier ist die New List und das ist die, die wir eben hatten. Und die können wir dann da im Endeffekt
Da hat er es noch nicht aufgenommen, unsere Fundamentalbezeichnung. Das ist spannend. So, wenn man jetzt Excel-Fanatiker ist, dann kann man hier die Sache exportieren, drückt man da drauf, mal sehen, was passiert. Das Band. Ah, da kommt er. Dann öffnet sich bei mir das Excel und wir haben, weil ich zweimal geklickt habe, jetzt zweimal, wir haben die Werte da drin und haben das komfortabel, können wir das jetzt weiterverarbeiten, wenn wir das möchten. Auch eine coole Sache. Das mal dazu als Hinweis. So, ich will jetzt aber hier weg. Tschüss. So. So, das die Feld zurücksetzen bedeutet im Endeffekt, ich setze die ganzen Listen zurück. Dann ist hier erstmal alles wieder auf Null gesetzt. Wenn ich hier diesen Filter habe auf der linken Seite, also das hier mit dem Pluszeichen, und das stört mich, weil ich ein Ergebnis haben möchte, weil ich kann nämlich hier die Spalten auch noch einstellen, kann ich den wegmachen. Da habe ich mehr Platz, wenn ich mir noch Spalten dazu hole, die jetzt vielleicht noch nicht angezeigt sind. Also dieses Filter hin, Filter her. Öffnet und schließt dieses Feld einfach. Klicke ich hier oben rechts, mit der rechten, also oben rechts mit der rechten Maustaste drauf, dann kann ich mir das hier sortieren lassen und ich kann mir aber auch Spalten auswählen. Und dann sehe ich, ist ja lustig. Weiß nicht, Michael ist ja auch schon ein ganz, ganz langer Agina-Trader-User. Es waren doch bei dem End-of-Day-Screener wesentlich mehr Felder, oder? Wenn ich mir da, also da konnte ich noch welche aktivieren und deaktivieren, das weiß ich ganz genau. Das sind wenige. Also ich kann welche rausschmeißen, die ich jetzt nicht brauche, aber die Informationen, die hier drin stehen, die finde ich für einen Fundamental-Screener schon elementar. Also kann ich das hier im Endeffekt nicht weiter anpassen. Vielleicht kommen da wieder ein paar Spalten dazu und AT-Team arbeitet dran oder so. Aber das wäre der Sinn der Sache, dass man hier Sachen dazu macht. Ich konnte zum Beispiel die Dividendenrendite mit hinzufügen bei dem alten End-of-Day-Screener. Aber vielleicht kommt das noch, die Funktion. Spalten ist ja auch eine spannende. Da haben wir es. Ah, Sie haben es da oben hingesetzt. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, die zu bearbeiten. Einmal nur die rauszuschmeißen, die da drin sind. Und die neue Funktion ist jetzt hier auf Spalten gesetzt. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und da sehen wir, da haben wir es doch. Da sind doch die ganzen Dinge drin, die wir quasi hier links in dem Scanner oder Screener abfragen können. Und da wird ja bestimmt auch die Dividendenrendite irgendwo drin hängen. Vielleicht sehe ich sie auch nicht. Da, Dividende. Ich hoffe, das ist nicht die. Das ist, sag ich mal, das Ausgezahlte, sondern vielleicht auch das Prozentuale. So, wenn ich jetzt auf OK klicke, dann habe ich hier die Dividende mit dabei. Dann muss ich nochmal aktualisieren. Also ich muss immer wieder anschieben, denkt dran. Und dann habe ich hier die Dividendenrendite drin. Finde ich zum Beispiel sehr cool. Und dann klicke ich einfach da drauf zweimal und sortiere mir das. Und dann habe ich hier einen Wert drin, der 32,9% Dividendenrendite zahlt. Das müsst ihr natürlich sehen. Da kommen noch neue Werte rein. Man sieht. Exakt. Ich habe aber auch hier zurückgesetzt. Und das ist der große Fehler gewesen, weil jetzt habe ich nur alle Werte drin, die im Endeffekt drin sind und habe diesen hier keine 1 mehr stehen. Das heißt, die sind nicht mehr aktiv. Also wenn ich zurücksetzen mache, dann ist auch alles weg. Mal sehen, ob wir den wieder anschieben können. Ja. Da seht ihr, wenn ihr es nochmal einfach aufruft und wieder auf Test geht, dann haben wir wieder diese Einschränkungen, die wir vorgenommen werden und machen Daten laden. Und jetzt haben wir natürlich wesentlich weniger Werte. Müsste eigentlich das Ergebnis sein. Das sieht man an den Balken hier und haben hier sortiert und können jetzt die Werte im Endeffekt auch sehen mit der entsprechenden Dividendenrendite. Finde ich sehr komfortabel gelöst. Und gerade wer so mal Investing macht und so, kann das mal überprüfen. Jetzt einen Wert mit 66,8 würde ich natürlich nochmal nachchecken, ja, wie das jetzt wirklich aussieht.
Wenn man da draufklickt auf das Symbol, dann öffnet sich, jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, ob es sich geändert hat mittlerweile, der Webtab zu Yahoo und man bekommt dort noch einige Informationen mehr zu dem Tool und zu den einzelnen Earnings und so weiter und so fort. Leider alles auf Englisch. Ich mag das nicht so sehr. Bleibe im Endeffekt da lieber bei meinen Sachen. So. Das finde ich schon mal ganz gut. Jetzt haben wir natürlich den passenden Übergang und zwar die Frage zu den Listen, was es denn alles an Listen gibt und warum die ja die Listen verschiedene Namen haben, so wie statische Liste, dann die Presets, ja, Screener Presets und die nicht die Variable, sondern die dynamische Liste. Also grundsätzlich kann ich euch sagen, dass eine statische Liste, machen wir mal hier Werkzeuge, Einstellungen, Instrument Escort. Statische Listen sind alles, also die unten, die Dinger, wenn ihr die aufmacht, alles, was ihr selber euch anlegt, hier im Instrumenten Escort. Da einen Namen vergibt und dann hier unten auf Speichern klickt. Ja, das nennt man statische Liste. Oder die, ich sag mal, die dienstliche Lieferten von Agena Trader hier. Keine Kategorie, eine DAX-Liste, die von Agena Trader mit drin kommt. So. Weil die einmal abgespeichert sind, dann sind die statisch. Natürlich kann man da Werte hinzufügen und löschen, aber das nennt sich halt statische Liste. Weil sie sich nicht von alleine verändert, außer ihr macht da selber was dran. So. Und dann gibt es dynamische Listen hier oben. Das sind die, wenn man die aufmacht, die bestimmte Kriterien haben, die sie im Vorfeld, sage ich mal, scannen, aber ihr kriegt das nicht mit. Also das Ergebnis liegt dort. Also zum Beispiel den Kanal, ja, wenn Aktien sich in einem Kanal befinden, wenn da ein doppelter Boden ist, ja, ein Kanal, der aufwärts geht, nach den Earnings, Downgrades, ja, neues Hoch, neues Tief, überverkauft und sonst was. Hier so ein Keil, ein Aufwärtskeil, ein Abwärtskeil und so weiter. Aufsteigendes Dreieck, fallendes Dreieck und so weiter. Also wie kriegt ihr ein Ergebnis und könnt sagen, ah, ich will mir jetzt hier so ein Triangle Descending oder so anschauen. Ja. Könnt ihr da draufklicken und könnt das dann auch in euren Scanner zum Beispiel reinladen und nicht nur eure eigenen Signale scannen. Also könnt zusätzlich sagen, ich will ein aufsteigendes Dreieck haben, hab, mein Moving Average soll da gecrossed werden und dann habt ihr zusätzliche Möglichkeiten. Und dann gibt es die Preset-Listen. Das ist das, wo wir uns gerade drin befunden haben. Das ist die, das ist die. Wo ist er? Aktienfund Screener. Das ist diese Liste. Früher hieß die Preset. Also diese Aktienfund Screener. Da müsste jetzt unsere US-Auswahl drin sein. Das ist witzig, dass da die US-Auswahl komplett drin ist. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass hier die Testliste auftaucht. So war es früher. Finde ich etwas merkwürdig. Mal gucken, ob ich das selber nochmal anwählen kann. Also, gehen wir mal auf Screener zurück. Den haben wir ja erstellt. Müsst ihr euch die Videos anschauen, die unter meiner Serie dieses Jahr gelaufen sind. Und da wäre es ja mal interessant, wir benutzen den Screener ja immer so, dass wir hier auf dieses, ich sage mal, Zeitungspapier klicken. Und dann haben wir hier die verschiedenen Listen, die wir da rein tun können. Aktuell, ihr seht es ja selber, ist der DAX, glaube ich, da drin. Statische Liste, den DAX verändern wir nicht, außer wir tun da bei der Veränderung neue Werte rein oder nehmen sie halt raus, ne? Also keine Kategorie. Ihr seht, der Haken ist beim DAX 40. Nehmen wir den raus. Sollten die Werte verschwinden. Dauert ein bisschen. Zack, sind die weg. Den habe ich einfach mal so reingepackt. Deswegen hängt der noch da drin. Delivery Hero. Und jetzt kann ich ja sagen, ich hole mir eine andere statische Liste rein. Ja, den DAX 30, früher den alten oder den Dow oder Russell, whatever. Und so eine dynamische Liste könnte ich jetzt sagen, will ich auch haben. Und zwar will ich dynamische Listen haben. Wir probieren das mal mit dem aufsteigenden Dreieck. Also das habe ich früher auch sehr viel gehandelt da unten. Klickt da drauf und dann lädt der mir, es wird bestimmt schwer bei der Marktphase,
einen Wert rein, die ein aufsteigendes Dreieck haben. Jetzt frage ich mich, hat er das gemacht oder nicht? Oder muss ich das erst durch einen Fundamental-Screener angeschoben haben, damit ich eine Liste habe? Auch gut, ne? Das wäre ja, also bis jetzt habe ich das noch nicht gehabt, dass das nicht funktioniert. Beim End-of-Day-Screener hat es funktioniert. Micha, hast du das mal probiert? Ja, er nimmt die Zeit sehr zeitversetzt, genau. Das macht er bei mir auch. Ich habe ja auch von den Auswahlmöglichkeiten hier gar nichts gefunden, was im Endeffekt bei Indikatoren war, das nichts mit drin mit dem aufsteigenden Dreieck. Wo kommen denn die Daten her? Das ist halt die Frage. Nachvollziehbar, oder? Wie kriegen wir diese Liste hier in den Screener rein? Ja. Screener-Vorlage, Fundamental, Classic, das ist das, was wir gemacht haben. Ne? Das ist diese Screener-Vorlage-Test. Die kriegen wir da rein. Die haben wir, jetzt bin ich gespannt, ob er sie übernimmt, gerade gescreent. Sie ist in einer Liste drin und die müsste er jetzt, dauert ein bisschen, zack, hat er alle drin. Das heißt, wir haben den gesamten amerikanischen Markt nach 10 Dollar gescreent, nach einer Marktkapitalisierung, nach Mindestvolumen und vielleicht noch irgendetwas anderes. Und jetzt haben wir alle drin und der scannt jetzt den gesamten Fundamental-Screener bearbeitete Testliste mit unseren Signalen. Das dauert eine Weile, weil da muss er natürlich ein paar Kursdaten abfragen, die jetzt im Zuge des Webinars ein bisschen dauern. Ich glaube, es waren nochmal 1200 Aktien. Wir sehen, wir kriegen ja schon ein Signal rein. Lassen wir das mal durchrattern. Also das funktioniert. Das ist die Liste, die Screener-Vorlage, die wir da haben. Ja. Früher hieß die Preset-Liste, jetzt heißt es Screener-Vorlage. Okay. Die dynamischen Listen, vielleicht haben wir kein aufsteigendes Dreieck, aber wir lassen das jetzt mal durch. Wir probieren es mal mit was anderem, mit einem neuen Tief oder so. Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein bei den Märkten. Jetzt sehen wir, okay, bei den 1700 haben wir natürlich, oder läuft der Rattert immer noch. Man sieht ja hier unten, wie viel Bars da gezogen werden bei Taipan. Und so haben wir das im Endeffekt die Liste übernommen. So, wenn ich das jetzt stoppen möchte, dann kann ich sagen, Screener und nehmen sie raus. Jetzt bin ich gespannt, ob er sie wieder deaktiviert und wie lange er braucht. Es sind ja ein paar mehr. Also durch das Setzen der Haken könnt ihr bestimmte Listen einsetzen und seid nicht darauf angewiesen, alles zu screenen. Jetzt machen wir ja quasi alles. Und wenn man nur den DAO haben möchte, dann setzt man halt bei einer statischen Liste den DAO ein. Und bei den Screening aus dem Fundamental-Screener sollte man noch weiter separieren, die Aktien, damit es halt weniger werden. Und dann hat man halt auch keine langen Möglichkeiten. Jetzt finde ich es witzig, dass er geht nicht raus. Wenn das der Fall ist und das geht nicht raus, wenn man den Haken weggenommen hat, was könnte man dann tun? Zum Beispiel hier oben rechts klicken und einen neuen Toolbar hinzufügen, ein neues Tool, und zwar Entfernen der Instrumente, anhaken und auf X drücken. Jetzt müssten eigentlich alle weggehen und dann wäre unser Screener wieder frei. Bin ich mal gespannt, ob er es macht. Macht er. So. Ist, glaube ich, nur bei den Preset-Listen, also bei diesen Screener-Listen, so, dass er das nicht wegmacht mit dem Haken. Bei den statischen Listen können wir immer mit so einem Haken arbeiten in so einem Screener. Finde ich zum Beispiel wesentlich komfortabler, als alles durchrattern zu müssen. Ist noch ein bisschen meiner Strategie geschuldet, weil ich ja immer gucke, welcher Markt, also ist der DAX interessant, dann screene ich nur den DAX und brauche ja den MDAX nicht. Ist der deutsche Markt gesamt interessant, dann kann ich natürlich auch mehrere Listen screenen, nämlich den DAX, den MDAX, den SDAX, den TechDAX. Dann lädt er mir alle die rein. Und dann kann ich mir ein relativ schnelles Screening vornehmen. Genauso kann ich mit anderen Listen aus Amerika und so verfahren. Das ist ja gar kein Problem. Kann die Listen sortieren im Endeffekt die Ergebnisse und habe dann hier zum Beispiel, Warta ist short, das Ergebnis im Moment. Oder aber
Was ist das? Seal Networks, kein toller Chart zum Beispiel, würde ich jetzt nicht handeln. Und. Also man kann da relativ gut mit arbeiten. Und zwar, wenn man dann durch ist, dann macht man das Ding wieder sauber und dann hat man nicht so viele im Datenbestand hängen und kann relativ entspannt die nächste Aktion wieder machen, wenn man wieder dabei ist, dann mit amerikanischen Aktien zu arbeiten. Hat er den TecDAX nicht rausgenommen zum Beispiel? Das ist lustig. Oder habe ich ihn nicht erwischt? Nö, das ist ja der TecDAX. Der hat ihn nicht rausgenommen. So, scheint ein Problem zu sein, dass manchmal die Listen nicht richtig aktualisieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Scheint ein Bug zu sein. Muss ich weitergeben an der Gina Trader, weil normalerweise sollte er diesen Haken, wenn die weg ist, wieder löschen. Mal sehen, ob ich das machen kann. So. Ja, das geht. Wenn wir jetzt den TecDAX wieder reinladen, ob es dann funktioniert, werden wir sehen. Schauen wir mal. Nein, macht er nicht. Scheint ein Bug vorzuliegen. Wir haben die 2864, habe ich drauf. Müsste ich also updaten und mal schauen, ob es dann weg ist. Aber ansonsten, wenn ihr das Problem habt, könnt ihr die Liste im Endeffekt so mit dem X raus entfernen. Dann gibt es noch eine Frage, so viel zum Fundamental-Screener, zum Money Management. Und wo findet ihr das? Das findet ihr bei Strategien. Und hier unten, der AT++ Manager, so nennt man das, das ist so Money Management. Da klickt mal drauf. So, dann habe ich hier unten Risikoverwaltung. Und klickt das mal an. Dann kann ich euch dazu noch ein paar Dinge sagen. Und zwar, hier oben sind die Konten in der Mitte. Ne? Das ist jetzt hier fürs Backtesting. Das brauchen wir mal nicht. So, dann haben wir hier eine Replay-Simulation. Da kann man halt Intraday Kurse runterladen und seine Strategie live laufen lassen, also schneller laufen lassen, um zu sehen, ob die Signale funktionieren. Und dann kann man natürlich auch ein Money-Management benutzen. Ja, der Micha sagt, dass die Anhakung nicht richtig funktioniert, auch in der 2018 Beta nicht. Das ist ja schade, muss ich sagen. Und veranlasst mich dazu, nicht auf die 2018 zu gehen, Micha, und warte einfach mal, dass das dann irgendwie funktioniert. Es funktioniert aber, bei manchen funktioniert es trotzdem. Ich weiß nicht, woran es letztendlich liegt da. Man kann halt einfach nur die Liste dann halt löschen. Wenn es nicht mehr funktioniert, müsste man hier oben ganz eine Liste neu aufsetzen. Es scheint ein Fehler im Instrument-Listen-Modul zu sein, dass das nicht richtig abspeichert. So, dann kommen wir zu einer Sache. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid bei FX Flat und ihr habt ein Konto. Dann würdet ihr das nicht als SIM-Account nehmen, sondern es wäre ein Konto bei FX Flat. Wenn man das hier aufmacht mit einem Plus, seht ihr verschiedene Anlageinstrumente. CFDs, Währungen, Futures, Index alleine und Stocks. So. Und man kann entweder alle Money Management Dinge, die hier auf der rechten Seite sind, für das gesamte Konto anlegen. Also es zählt dann alle Einstellungen für CFDs, Currencies, Futures, Index und Stocks. Oder man sagt, nee, ich will eine andere Einstellung haben. Und zwar bei CFDs mache ich jetzt hier meinetwegen, ist mir viel zu riskant, ja, möchte ich nur 0,5 Risikoprozent pro Trade haben. Das möchte ich da haben. Bei den Aktien, da ist aber 1,5% meinetwegen in Ordnung. Das ist keine Empfehlung, reines Beispiel. Und dann gehe ich hier auf Übernehmen, zack. Und wenn ich jetzt hier aufs Konto klicke, allgemein, dann sehe ich, ja, ich habe ein Konto allgemeine Einstellung, aber wenn es eine Einstellung, die anders ist als die, die auf den Gesamt, auf das Gesamtkonto gilt, gibt, zum Beispiel wie hier bei CFDs, dann wird die angewendet und bei Stocks müsste jetzt 1,5 stehen, wenn ich draufklicke. Also man kann es separieren. So, wer keine Lust auf Risikoverwaltung hat, kann mit dem Haken das Ding ausschalten, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Risiko pro Trade, ja, relativ kurz erklärt, ihr habt das Konto, was eingeteilt wird in die Kaufpower. Eine Kaufpower ist im Endeffekt gehebelt auch. Das heißt, bei FX Flat, wenn ihr TWS seid und Aktien handelt, dann habt ihr den vierfachen Kontohebel, wenn ihr ein Margin-Konto habt.
wenn ihr Beispiel 10.000 einzahlt, könnt ihr 40.000 handeln, ist aber Hebel 4. Und wenn das Gesamtkonto um 25% fällt und ihr habt voll gehebelt, dann seid ihr schon im Endeffekt auf Null und das Konto wird, ihr kriegt Margin Call. Um das zu verhindern, solltet ihr auf jeden Fall Money Management euch anschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist elementar für einen Trader und die meiste Profitabilitätssache, die ergibt sich halt einfach und alleine schon alleine aus dem richtigen Money Management und das richtige Risikomanagement. Deswegen sollte man sich mal da auskennen. Also das ist die gehebelte und freie Kaufkraft, das heißt, was ist da? Und Cash Value bedeutet im Endeffekt ungehebelte. Am Anfang würde ich euch immer empfehlen, die Cash Value zu nehmen, bis ihr da so sicher seid, damit ihr euch nicht wundert, dass ihr so überhebelt handelt. Ja. Wer das nicht mag, der jetzt mal 1% von den 10.000 nimmt, also 100 Euro meinetwegen als Risiko, der kann das auch selber manuell eingeben, indem er hierauf klickt und sagt, naja, dann nehme ich doch die nicht 100 Euro, ich möchte jetzt 50 haben. Bei einem 10.000 Euro Konto könnt ihr hier oben auch 0,5% nehmen, das wäre das Gleiche. Ich bin Freund von einfachen Sachen. Und sage nur, ich will ein Risiko meinetwegen von 100, von 50, von 200 Euro haben, gib das hier ein. Das ist dann immer die generelle Einstellungen hier in dem Fall für Forex meinetwegen, die immer kommt, wenn ihr einen Trade aufsetzt. Ja. Und wenn ihr dann den Trade erhöhen wollt vom Risiko, dann meckert der Agena-Trader und sagt, ey, ihr seid außerhalb eures Risikos, wollt ihr das machen, ja oder nein? Dann müsst ihr das extra bestätigen. Und ist wie so eine Art Wachposten, der halt ein bisschen aufpasst, dass ihr da euch nicht überhebelt und so weiter. Der nächste Punkt hier unten ist auch ziemlich wichtig, und zwar, wie viel möchte ich maximal in einen Trade investieren? Nehmen wir mal an, das wär, wir wären jetzt hier bei Aktien drin, dann würde das im Endeffekt bedeuten, ich kaufe eine Tesla-Aktie, habe ein 10.000-Euro-Konto und wenn ich jetzt hier 5% eingebe, nicht von der Power, Buying Power, sondern Cash, also was ich wirklich vorhanden ist und nicht gehebelt, dann kann ich dort 500 Euro im Endeffekt einsetzen. Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber das muss ich halt wissen. Und wenn ich hier 25 eingebe, dann kann ich mit 2.500 maximal von den 10.000 handeln. Das ist schon sehr aggressiv. Auch in einem Webinar schon gehalten, mache ich bestimmt hier auch nochmal bei FX Flat zum Thema Money Management. Wenn ich ein Konto von 10.000 Euro habe und ich habe ein Gap, ja, also Earnings und so weiter, und der Wert fällt um 50%, das ist mir auch schon passiert, das kommt vor, man kann es relativ gut mit Recherche und so verhindern, aber es kommt vor, dann ist es wichtig, dass ihr wisst, wenn ein Wert so hoch ist, dann kann es sein, dass teilweise schon 12,5% vom Gesamtkonto weg sind, nur weil ihr eine Position mit 50% verliert. Deswegen ist das das Maximum, was überhaupt geht. Ich bin eher ein Freund hiervon. 15%. Ja. Wichtig ist der Kapitalerhalt immer und nicht voll reinzugehen. Also das begrenzt die gesamte Positionsgröße. Ne? Hier ist ja das Risiko 1%. Das ist im Endeffekt der Einstieg. Und der Stop, der Abstand. 100 Euro wollt ihr dann nur verlieren. So. Oder jetzt hier in dem Fall nur 50 Euro. Ja, der Einstieg zwischen Einstieg und Stop, die Spanne dazwischen. Bedeutet, die Aktienstückzahl berechnet sich auf das Risiko und den Wert der Aktie. Ja, das ist die Positionsgröße und im Endeffekt die Stückzahl, die möglich ist aufgrund des Abstands. Habt ihr eine Aktie, die 100 Euro kostet? Und ihr setzt den Stop bei 99, dann ist das Risiko 1 Euro für eine Aktie. Und wenn ihr 50 Euro riskieren wollt, könntet ihr 50 Euro kaufen. Und dann 100 Euro wäre der Einstiegspreis, mal 50 wären 5.000 Euro. Und das bedeutet im Endeffekt, auf das Konto von 10.000 Euro sind das ja die Hälfte im Risiko in einer Aktie. Fällt diese Aktie um 50%, sind 2.500 weg, dann habt ihr 25% im Depot verloren. Ihr braucht wesentlich, ich glaube 32% oder so, das ist mich täuscht, um wieder auf Null zu kommen. Ja, das ist wichtig, dass ihr das begrenzt. Und diese Positionsgröße, die ja auch immer zum Risiko da ist, weil wenn ich 2.000 Euro in einen Trade stecke, kann es ja immer sein, dass die Firma pleite geht. Und natürlich hat sie nur einen Restwert, bis sie eher liquidiert wird.
aber das kann ja um 90% fallen oder so. Und von daher muss man immer vorsichtig sein. Bei einer Siemens wird es vielleicht nicht passieren. Aber letztendlich muss man damit rechnen, bei Aktien, wo man sich nicht so gut auskennt, kann man da ganz schön auf die Nase fallen. Deswegen ist der Betrag auch gut. Den mag ich besonders gerne, weil es relativ einfach ist. Wenn ich jetzt hier 1000 Euro einsetze zum Beispiel, dann weiß ich, dass die Positionsgröße, also das, was ich eben als Prozent hier definiert habe, bei maximal Fixbetrag 1000 Euro ist. Und wenn ich jetzt eine gute Marktlage habe, dann kann ich die Stückzahl einfach verdoppeln später. Dann weiß ich ja, ich kriege jetzt hier meinetwegen 20 Stück für eine Aktie, die 50 Euro kostet, 10 Stück, die 100 kostet. Und wenn ich weiß, es ist eine gute Chartlage, dann könnte ich die hier im Endeffekt die Positionsgröße manuell erhöhen im Trade, weil ich ja weiß, wenn ich es verdoppel, die Stückzahl, dann habe ich dieselbe Positionsgröße, ja, eine doppelte Positionsgröße. Man sollte sich aber auskennen mit dem, was man hier macht. Am Anfang würde ich empfehlen, ihr gebt hier einen Risiko pro Betrag ein, der relativ euch eurem Risikogefühl angepasst ist und begrenzt, dass ihr auf maximal 15%, besser seid ihr noch so unterwegs, am Anfang 7,5 bis 10%, mehr würde ich da gar nicht drauf geben. Und immer bitte darauf achten, am Anfang Cash-Value zu nehmen. Weil sonst kann es recht kritisch werden, wer da sich einfach überhebelt. Hier unten haben wir für Intraday-Händler ein Tool drin, wo man sagen kann, ich will im Endeffekt einen handelsfreien Zeitraum als Mittagspause, dann gebe ich hier die Uhrzeiten ein und dann kann ich das anhaken, dann löst ihr im Endeffekt alle Positionen auf. Ja, also ich sage mal, das brauche ich nicht, weil letztendlich, wenn ich um 13 Uhr Feierabend mache, dann mache ich um 13 Uhr Feierabend, aber jetzt kein Tool, was mich daran erinnert. Oder ich stelle mir einen Wecker. Ja. Je mehr Eingaben man macht, desto mehr kann man falsch machen. So, und nicht, dass der Rechner dann auf einmal Sachen rausschmeißt, die wir im Endeffekt als Investment drin haben oder so. Und genauso ist es mit dem täglichen Verlustlimit. Wenn ich mein Konto sehe und das steht auf minus 300 Euro, dann kann ich das auch hier eintragen, logischerweise. Aber ich kann es ja auch selber. Also die Disziplin sollte man schon haben. Ansonsten bräuchte man mit diesem Trading gar nicht anfangen. Ja, also ich bin immer ein Freund davon, wenig Einstellungen zu machen. Je mehr man macht, desto mehr kann man falsch machen. Okay. So, was haben wir noch im Angebot? Das war das mit dem Money Management. Wir gucken mal, ob ich hier was reinstellen kann. Mit dem SIM-Konto bin ich ja verbunden. Wir machen mal hier Risiko 2%. Nehmen nur Cash Value. Ich weiß nicht, wo das SIM-Account-Konto jetzt es eingestellt ist. Das schauen wir uns gleich mal an. Maximal 5% und dann nehmen wir auch die Cash Power. Ich gehe auf Übernehmen. Und jetzt stelle ich mal das Konto ein. Da muss ich hier die Verbindung lösen, das SIM-Account-Konto. Das mache ich mit Einstellungen, Kontoverbindungen. Bitte schließen Sie alle Verbindungen. Mal sehen, ob er das macht. Alle trennen da auf der Seite. Zack, jetzt sind die getrennt. Ihr seht, die sind unten rot. Und jetzt könnte ich theoretisch bei Konten mein SIM-Account-Konto mal gucken, wo ich es einstellen kann. Ich muss es wahrscheinlich bei Einstellen. Nicht so einfach, wie ich es dachte. Macht man ja auch nicht alltäglich. Ich glaube, es ist bei, wenn ich es hinzufüge, muss ich das machen. Ja, lustig, komme ich gar nicht an. Muss ich auf Bearbeiten gehen. Okay, also hier auswählen, auf Bearbeiten. Dann bin ich im SIM-Account oder ihr seid im FX-Flat-Konto drin. Ja. So, dann gehe ich hier eins weiter. Dann kann ich hier die Werte ändern. Einstellungen. Ich kann sagen, das soll nicht in US-Dollar, sondern in Euro gestellt werden. Ich kann die 100.000 hier auf 10.000 ändern und den Kaufkraftfaktor, das ist diese Buying Power, nicht auf 3, sondern ich setze sie einfach auf 1. Dann bleibt es im Endeffekt bei Cash Ready und dann gehe ich auf, kann auch Gebühren hier noch eingeben. Fertig. Okay. Ich verbinde das hier mit dem Rechtsklick und links, Connect. Muss jetzt hier den Datenfeed nochmal neu anschieben. Haupt, Verbindungen, Verbinden. Zack. So, dann wollen wir mal sehen, was der so macht. Und zwar eine Handelsliste. Da haben wir ja hier eine Heidelberger Druck. Die läuft ja jetzt nicht mehr. Gehen wir mal schnell eine Apple ein. APL. Schauen wir mal.
Mach das mal hier größer. So, wenn ich jetzt hier eine Order eingeben will, wisst ihr ja, kann ich ja hier so einen vorgefertigten Kauf-Button nehmen. Dann klicke ich mal drauf, mal sehen, was passiert. Passiert was. Ja. Da haben wir im Endeffekt zwei Tage, zwei Ziele. Das haben wir auch in einem Webinar vorbereitet. Eins der Serien davor. Ich glaube, wir haben jetzt 5 Webinare oder 4. Und die Positionsgröße wird ja automatisch, es sind ja 3 Stück, weil Apple ist ja nicht so preiswert. Wenn ich jetzt den Stop näher ranschiebe, dann seht ihr, na, da kann ich eigentlich gar nicht so viel ranschieben. So viel Position habe ich da nicht, bleibt immer bei 3. Lustig. Geh mal weiter weg. Da passt gar nicht an. Noch sind wir bei 53. So, nee, immer noch bei 88 Euro Risiko. Okay, er müsste eigentlich weniger werden. Das ist nicht gut. Machen wir das nochmal. Wenn es nicht funktioniert, dann liegt es daran, dass ich es gerade umgestellt habe für diesen Chart. Okay. Und nochmal einstellen. 3 Stück. Ist jetzt weniger. Nö. Okay. Mal weg. Machen das mal aus. Klicken wir unter rechts auf, machen mal eine Kauforder rein. AT++ Kauforder letztendlich sind die, die automatisch mit dem Money Management versehen sind. Gehen wir mal auf Stop Limit Order. Suchen unsere Strategie raus. Wir haben hier ein eigenes Setup angelegt. So. Und jetzt müsste doch eigentlich die Stückzahl bei 50 aufhören. Müsste doch weniger werden. Macht er nicht. Schauen wir nochmal, wo der Fehler liegt. Auch das kann euch ja passieren. Habe ich vielleicht einen Denkfehler drin im SIM-Account gehabt? Risikoverwaltung, habe ich was falsch eingestellt? Also wir sind ja im SIM-Account, da kann da der Fehler liegen. So, dann habe ich Aktien eingestellt. Ja, wir haben 2% vom Risiko eingestellt. Das macht er. Jetzt wollen wir aber sagen, nee, jetzt hör mal bitte auf mit diesen 2%. Wir wollen nur 50 haben. 50 Euro Risiko. Auf Übernehmen und okay. So, löschen wir die Order hier mit dem X. Gehen nochmal neu rauf. Macht das gleich. 3. Jetzt haben wir ein Risiko von 19. Wenn wir jetzt den Stop weiter runtergehen, dann haben wir ein höheres Risiko. Logischerweise müsste er bei 50 und wann anfängt zu meckern. Er hat die Stückzahl auf 2 reduziert. Wir hatten vorher 3. Das funktioniert. Ja, jetzt haben wir bloß noch eine Apple drin. Jetzt funktioniert. Das war also ein Einstellungsfehler im AT++ Management, in der Risikoverwaltung. Und da liegt meist der Hase im Pfeffer, deswegen schaut da mal nach. Ihr seht, nicht ganz einfach, das immer genau einzugeben, aber da könnt ihr das halt im Checken. Und wenn ihr nur eine habt, dann habt ihr natürlich auch kein zweites Target, weil dann ist die Aktie komplett verkauft. Ja. Aber das finde ich super komfortabel gelöst, dass man seine Risiko- und Gewinnanzeige gleich drin hat zum Beispiel. Ja, kann man das Chance-Risiko-Verhältnis sehen, was ja auch sehr wichtig ist. Und ist somit im Endeffekt relativ abgesichert, was das Money Management in einer minimalistischen Weise im Endeffekt als Grundanforderung, sag ich mal, vorhanden sein muss. Ja. So, was haben wir noch? Schauen wir uns mal Twitter an. Das war die falsche Eingabe. Da ist er. Her. Ja, so. Und dann kann ich euch noch einen Hinweis geben, die Strategie an sich, die wir haben, ist natürlich, hat die ganz gute Signale, aber man muss die Kausalität auch herstellen, wo man sich befindet im Markt, logischerweise. Und das sollte man nicht vergessen. Wer die Perlentaucher-Strategie bei mir kennt, der weiß, dass ich halt sehr, sehr großen Wert auf Volumen und so weiter lege. Und das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Also nicht einfach eine Strategie eingeben und die Signale blind handeln,
Und das Minimum, wenn ihr sowas anmacht und anfangt, ist das Money Management. Ne? Ganz, ganz wichtig. Okay, wenn ihr jetzt nicht noch eine Frage habt, dann bin ich soweit fertig und würde euch dann auch nicht länger in Anspruch nehmen und euch in den schönen, wundervollen, gemütlichen Abend entlassen mit dem gesunden Wissen, dass ihr den Agena Trader jetzt wieder ein Stück besser beherrscht, hoffentlich. Okay. Dann sage ich einfach mal wunderschönen Dank. Micha, du kannst mich gerne morgen anrufen. Ich weiß, du hast zweimal probiert. Ruf einfach mal durch. Mich interessiert es immer, was du zu sagen hast. Also melde dich einfach, ich würde mal sagen, so morgen gegen mittags rum. Ja, so 12:01 vielleicht. Ja? Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Den Wolfgang will ich vielleicht gar nicht mehr bemühen, wenn er nicht mehr bei uns ist. Doch, ist er noch. Ist er noch nicht eingeschlafen. Das ist sehr gut. Nein, um Gottes Willen. Ja. Ist ja für mich auch interessant. Also, muss ich ja, du siehst einfach, was immer ganz witzig ist, dass man unheimlich viel, auch wenn man da schon lange in der Software drin ist, einfach, weil man es nicht immer macht. Ihr kommt aus dem Urlaub und habt 6 Wochen abgechillt und wollt irgendwas einstellen, was ihr vor 3, 4 Monaten eingestellt habt, weil ihr es jetzt verändern wollt. Ihr findet den Schalter halt nicht so, ne? Und das ist halt ganz normal. Ja, das geht mir auch so. Man kennt dann halt so die Tricks und die versuche ich immer mitzugeben, wo es ungefähr sitzen könnte. Ja, und deshalb ist es wichtig, macht euch Notizen vielleicht dazu und macht euch eine Checkliste, wo es bei euch immer hakt, ja, wo es nicht so funktioniert mit der Einstellung, damit ihr wisst beim nächsten Mal, ah, so geht das. Macht euch einen Screenshot und wenn ihr dann den Workflow habt und fertig seid, und schon länger mit bei, dann stellt ihr da auch nicht so lange rum. Also geht da gar nicht mehr ran an die bestimmten Stellen. Und deshalb ist das Agena Trader für mich im Endeffekt einstellen, Datenverbindung, Kontoverbindung, Screening und fertig. Macht das ja jetzt hier nur für euch im Endeffekt, damit man es vorführt. Und dann geht das eigentlich. Ja. Okay, Wolfgang, dann danke ich dir, sehr dass gerne. Ich hier wieder mit dabei sein durfte bei euch. Und wünsche euch einen schönen Abend, dir auch, Wolfgang. Bleibt ja gesund, passt auf eure Positionen auf und danke, bis bald. Danke. Ja, ich schließe mich dem Wort von Carsten an, wünsche allen viel Erfolg beim Traden und bis zum nächsten Mal. Ciao.